Oh, was vor? Kommt der? Sind deine Waffen weg? Ach, habt ihr sie? Ich hab meine noch dabei. Du Idiot! Ja, Sosa, konntest du vielleicht zuhören? Was hast denn du zu mir gesagt? Was hast du dir gesagt? Hast du keine Karre? Das geht nicht, ich komme nicht dran. Hast du irgendeinen Kollegen hier, der das kurz nehmen kann? No, ey, wer ist er jetzt? Weiß ich, mir egal, wer das ist. Was? Servus. Ja, musst du hoffen, dass du nicht gepackt wirst, Mann. Nein, dann mach, so na, ich, das ist na, macht's ihr, ich geh nicht. Der petzt bei seinem Papa. Ja. Wollen wir uns kurz Ey, Sepp! Wollen wir uns kurz umziehen? So ein Idiot. Ziehst du deine Klamotten aus? Ja, mach ich. Okay. Mach dein Sprachdings, du weißt, dein Stimmbänder leise. Hab ich Sarah, leise. Danke dir für den Tipp. Ey, du hörst mir zu. Wir müssen rechts die Brücke hoch, siehst du, ja? Ja. Da in ungefähr die Richtung. Die Brücke hoch und irgendwann mal müssen wir runter. Ja. Ich sage dir, wenn wir runterspringen müssen, okay? Okay, komm mit. Danke dir. Ja, ich weiß, es lag, tut mir leid. Bald habe ich einen neuen PC, dann. Hier runter. Hier hoch. Verdammt! Hier hoch. Wo? Ich glaube, die haben nicht gesehen. Nee. Und wenn jetzt gleich welche rauskommen, beleidigen wir die. Ja. Und ich gehe auf die andere Seite. Du musst dann aber deine Dings hoch machen, ne? Du musst dann lauter reden. Ja. Danke dir, Sammy. Was wollen wir dann beleidigen? So All Cops are Bastards? Oder nein, Mann. Wo bleiben die Donuts? Ich mach die ganze Zeit einfach oink. Ihr Schweine, Mann. Aber haben die dich letztes Mal hier erwischt? Nee, ich bin vorher weggerannt. Aber was glaubst du passiert? Wenn ich weiß nicht. Wenn die richtig mad drauf sind, kommen wir hab's. Ja, egal, aber die Schweine kommen ja nicht mal raus, Digga. Warte mal, ich schrei mal ein bisschen lauter, warte. Yo, wo seid ihr, verdammt? Ich hab ein paar Donuts für euch, Mann. Bisschen Donuts für euch, Mann. Kommt raus, ihr Fettsäcke. Was ist denn los mit euch? Seid ihr nicht am Arbeiten, ihr Schweine, oder was? Oink. Kommt raus, wir haben fette Donuts für die Fettsäcke bei der Polizei. Oh, die kommt jetzt raus, Digga. Nein, wieder. Oder ist schon einer da? Donuts. Donuts für Sie, Mann! Kommen Sie her! Komm, Polizist! Scheiß Kopf, Mann! Hey! Du auf dem Fahrrad, Mann! Du siehst voll beschissen aus! Als Maul, du hörst dich an wie ein Kettenraucher. Wo bist du? Schau dich an, Mann! Schau dir mal erstmal dein Fahrrad an, verdammt! Junge, mein Fahrrad ist fresh, halt dein Maul, Alter. Gar nichts fresh, Fahrrad, Mann. Auf dem Fahrrad habe ich deine Mutter zum Date abgeholt. Schauen Sie unten beim PD nach, Mann. Da ist jemand mit dem Fahrrad, das bin ich. Verpiss dich, Junge. Ah, du Loser. Schauen Sie auf dem PD-Gelände, Mann. So ein Loser. Setz dir mal Fahrradhelm auf und... Knieschoner. Du kleiner Hurensohn, wo bist du? Ey! Komm her, guck mal, wo ich bin. Guck mal, links von dir im Busch. Guck mal im Busch. Unten im Keller bin ich, komm runter. Ich bin unten in der Garage. Komm her. Ja, komm in die Garage, komm her. Komm doch rein, wenn du dich traust.
Scheiße, wartet mal. Ey. Donuts! Officer, Donuts! Sie sind ein richtiger Scheißkopf auf dem Boden, Mann! Ey. Sie können nicht meine Glühbirne auswechseln, verdammt! Schauen Sie sich an, wie Sie auf dem Boden liegen! Bist du Pisser? Sie haben Ihren Kollegen überfahren! Haben Sie Donuts auf den Augen oder was, Sie Fettsack? Was für Fettsack? Du Fettsack! Wer redet hier? Du verfetteter Fettsack, Mann! Kollege? Kollege? Hab ihn aus Versehen überfahren. Du donutfressende Fettsau! Ey, hallo? Dings. Hallo, Herr Officer, Ihr Handy sieht echt beschissen aus, Mann! Alter, zeigen Sie mal auf Ihrem Handy ein paar Nacktbilder Ihrer Mutter! Was guckst du so doof? Nimm deine Sonnenbrille runter mit deinen Ölaugen! Digga, ich werd dich finden, du Pisser! Junge, wer redet hier, Mann? Ihr sollt von der Justiz sein, Mann! Ich hab verdammt gemacht, bin hier gelandet und jetzt kommen irgendwelche Pisser hier. Die sind hier, komm mit. Hier sind die. Nee, warte kurz. Ungefähr hier. Bei den Treppen. Such mich doch, ich bin im Busch! Im Busch? Da wo du gezeugt wurdest, verdammt! Gib mal deinem Kollegen kräftigen Arschbohrer! Ihr seid so unfähig, ihr Bullensäue. Eigene Männer überfahren, Mann. Ihr könnt ja gar nichts, verdammt. Junge, die Schwule, dran seid der Maul. Ey! Gegenseitig ficken und dann überfahren. Genau mein Humor. Kein Wunder, warum das Police Department Haus Nummer 69 hat, Mann. Ey, Leute, wo sind die denn? Ihr unfähigen Fickfehler. Ihr könnt gar nichts, Mann. Was für unfähige. Sie haben gesagt. Oh. Junge, du bist ey, 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 Officer, das waren wir nicht, Mann. Tut uns leid. Das waren wir nicht. Ey, yo, das war ich nicht, Mann. Yo, das war mein Kollege PD, Mann, der ist in der Etage hier. Scheiße. Einmal fest, komm mal her, Kollege. Yo, Mann, ich hab hier nur geschlafen, Mann. Ich hab hier nur gechillt, hallo? Ja, dann ab, hallo, Kollege. Ey, was willst du von mir, Mann? Da würde ich mal sagen, hol mir gleich mal einen Staatsanwalt. Ja. Warum werden wir denn hier getasert? Ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Bastard. Das ist Körperverletzung, ey. Ich hab hier nur geschlafen, Mann. Ja. Ey, der Typ hier. Wir bräuchten hier einmal bei der Polizei einen Staatsanwalt. Der Typ hat mich mit der Langwaffe bedroht. Wer? Der hier. Ja, durchsuchen Sie uns, der schlabert Scheiße. Ich hab gar nichts, Mann. Ja, die Langwaffe steckt in deiner Mutter. In deinem Vater. Ja, komm her, du. Scheiße. Ja. Oh. Der Polizist hat mich gestört, hab das gesehen. Ich trag dich einmal runter. Scheiße, ja. Danach fahren wir weiter, Jungs. Die Kollegen machen das hier schon. So, ja, Officer, ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Ihr Transficker. Mann, lassen Sie mich los, Mann. Ist der Kollege. Denke nicht. Ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Klar. Also mindestens Hausfriedensbruch, Kollege. Und Beleidigung. Was für und Beleidigung. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Ja, ist nicht schlimm. Das hört gleich auf. Dann können Sie ja beim Würfelpack ein bisschen putzen. Sosa, wie sieht's aus? Würfelpack, bisschen und putzen. Und wieder in Hubs, Mann. Was soll die Scheiße? Ich will die Seife nicht aufheben, Mann. Hä? Sie hallo. Müssen Prüfung neu starten, man hört sie dauerhaft. Ja, Montes ist gerade an mir vorbeigekommen in die Zelle. Ah, perfekt. Ey, warte mal. Geht's gut. Was ist denn hier los? Ey, warum sperrt ihr mich in eine Zelle, Mann? Ey, mal ein bisschen ruhiger links. Ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Der kann in sein Portemonnaie nicht reingucken, glaube ich. Herr Boaz. Aber so ein Portemonnaie, wie der Strafen hat, habe ich auch nie was. Als der kleine Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Hier, ey, Soße. Ja. Was macht ihr denn da oben? Ich hab nichts gemacht, Mann. Ich hab da nur geschlafen. Herr Boaz. Oh, okay. Wer ruft denn? So, wer ist der Name? Wer sie im festgenommen hat? Pflaume Phil, Alter. Nee, Olaf, red mal ein bisschen lauter, hörst du mich? Ja, hier dieser, wie heißt der? Mohammed oder wie heißt der? Ah, okay, ich weiß wer. Ja. Wer hier? Ja. Olaf, hörst du mich? Sie. Kann der schon raus hier damit? Red mal ein bisschen lauter, Mann. Nein, der hatte illegale Waffen besitzt und so was Scheiß. Ich hab nicht mal was gemacht, Mann. Wie lange dauert das noch? Antoine, komm mal her. Wie lange sind Sie schon hier, oder?
Antoine! Keine Ahnung, halbe Stunde. Warte kurz, bitte. Koronik, danke dir auf den Plan. Antoine, kannst du mich in der Zelle weiterverlegen? Aber ich krieg warte, gar du nichts bist wieder. Handy, oder? Ja. Du bist keine halbe Stunde. Warte, klar, sei doch einmal ehrlich, ja? Ja, weiß ich doch nicht, aber ich habe auf die Uhr geguckt, das ist euer Job. Danke. Das ist Polizeigewalt! Hab ich nicht. Warte, wie lange bist du hier, Mann? Ja, drück mir noch ein Bußgeld rein, Herr Unfähig. Sehen Sie da vorne in der Zelle oben rechts? Ja, Schimmelfleck. Was ist denn hier los? Ja, da ist ein Schimmelfleck, Mann. Hier kann ich nicht drin sein. Ich möchte in eine andere Zelle. Das darf ich beantragen. Dann bringen Sie den doch einfach mal bitte in die Zelle. Du bleibst jetzt hier rein. Alles klar. Und Sie müssen mal zeigen, den Schimmelfleck. Zehnhafteinheiter, ne? Oben rechts. Und dann ich sehe den da schon hinten in der Ecke. Einfach mal kurz mit den Zelle 5 bringen. Nicht raus, Mann. Der hat mich geschlagen. Sie sagen, Pekka. Was ist das? Oder bitte einmal an die Wand da hinten. An die Wand? Genau. Ja, ich will auch, dass mein Kollege mich hört. Ja, nee. Warte kurz, ich hab gerade ein bisschen Kopf. Ich komme in der Zelle weiter, Mann, hier ist ein Schimmelfleck. Wo? Komm zu mir. Ich kann gerade nichts machen. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Herr Officer, verlegen Sie mich mal. Na klar. Ich kann auch überlaufen sonst. Nee. Also gut. Ja, Sie müssen kurz mitkommen. Ich habe ein bisschen Probleme gerade. Es funktioniert nicht. So viele Kopfschmerzen. Ich komme. Ah, da sitzt du ja, Mann. Richtig. Genau. Sind Sie zufrieden mit dem Service? Ja, danke Ihnen. Vorne ist ein Tablet, da können Sie uns bewerten. Adams, ja, mach ich, gib 5 Sterne, Mann. Danke ihm. Dank dir, Antoine, Mann, du bist ein wahrer Bulle. Ja, na klar. Wir müssen ein bisschen bedeckt sein. Ja. Ich kann, Moment. Okay, super. Ja, sehr gut. Für was sitzt du? Wenn man schießt, Mann. Adams, ja, Adams, bitte kommen. Ja, ich bin hier. Ach, da sind sie. Also, ich hab sie gar nicht gesehen. Ey, warte mal. Der eine Polizist hat sich in die Hose geschissen, Mann. Also, verdammt! Scheiße in der Hose! Scheiße in der Hose! Also in Zelle 5 und Zelle 4 haben Hausfriedensruf gegangen und Beleidigung, Beamtenbeleidigung. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir die jetzt einfach in Dings bringen, zum Würfelpark, dass sie da ein bisschen putzen. Was für putzen? Wie lange haben die noch? Nein! Das, weiß ich nicht. Nix putzen, ich mach gar nichts sauber, Mann! Mach erstmal deinen richtigen Arsch sauber, weil verdammt nochmal, du hast in die Hosen geschissen, Mann! Wenn sie jetzt nicht gleich aufhören zu reden, kommen sie in Einzelhaft. AQ, dank Frame Prime. Ja, wir haben Isolationshaft in der JVA. Ich mach gar nichts sauber. Also, Sie können sich aussuchen, entweder Sie kommen in Einzelhaft in der JVA oder Sie machen den Würfelpark sauber. Hä? Herr Officer! Ich weiß schon, dass gestern hier nicht alles rege von Komfort lief und ich gestern schon das PD angeklagt habe. Aber ich weiß nicht, ob Sie das normal wollen. Ich sitze einfach meine verfickte Zeit ab und mehr mache ich hier nicht, Mann. Ja, wir können Sie auch einfach zum Strafdienst beordern. Ach so. Das kann die Justiz. Ach so. Aber warum auf einmal Strafdienst vorher, wenn ich Leute umgebracht habe oder so, dann musste ich auch nicht zum Strafdienst. Ja, das ist jetzt neu. Deswegen. Ach so, jetzt ist das neu. Weißt du, was noch neu ist, Mann? Deine vollgeschissene Unterhose, verdammt, Mann. Geh deine Hose wechseln, Mann. Und geh mir nicht auf den Sack, verdammt. Das ist sehr amüsant, tatsächlich. Ja, das finde ich auch. Was hat denn der genommen? Könnt ihr den einfach bitte jetzt das die Strafe geben? Das hat er schon gesagt. Geh mir die Strafen, Mann, und lass was für sauber machen, Mann. Das Einzige, was sauber gemacht werden muss, ist dein scheiß Arsch, Mann. Lieber Kollege, soll ich übernehmen? Was mit dem hier? Ah, bei dem ist genau das Gleiche passiert. Ja. Ich habe richtig Dorn im Auge. Der hat auch einfach Hausfriedensbruch begangen und Beamtenbeleidigung. Ich komme jetzt raus. Hausfriedensbruch, Mann. Wer wie lange sitzt? Ja, wir müssen gucken, lange. Wie lange die jetzt hier sitzen. Und dann... Herr, also ich würde es auch mal wirklich in Anbetracht ziehen, wenn irgendwelche Leute rausgehen würden und die Leute, die da sind, irgendwie wegscheuchen können. Danke dir, Chris. Ich wusste auch von keiner. Doch, anscheinend um 19 Uhr. Wir warten gerade noch, dass die Strafen gegeben werden. Was?
Wir von der Justiz sind ja auch immer dafür verantwortlich, so ein Stück weit zu gucken, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ich hoffe, Ihnen wurde bei Ihrer Verhaftung auch Ihre Rechte vorgelesen. Nein, wurde nicht! Das ist natürlich schwierig dann. Ja, und was machen wir jetzt? Hallo? Wir können einmal fragen, ob ein Rechtsanwalt für Sie im Dienst ist, falls Sie einen Anwalt wollen. Ist Benjamin da? Also ich sehe ihn nicht. Der wurde gekündigt, soweit ich weiß. Warum? Das wissen wir nicht. Perfekt. Aber ich kann gerne mal nachfragen, ob ein Rechtsanwalt im Dienst ist. Fragen Sie mal. Für mich und Olaf, seine Rechte wurden noch nicht vorgelesen. Verstehe. Ist gerade ein Rechtsanwalt im Dienst? Ich guck mal kurz auf den GPS, ob ein Rechtsanwalt da ist. Perfekt. Ja. Gary, ich weiß, es war falsch von mir, doch jetzt sitze ich ganz alleine hier. Dim, 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 dim. Jawohl. Gary, es tut mir leid, ich war gemein und unachtsam, das darf nicht sein. Deine Miaue war für mich die schönste Melodie. Die Prinzessin hat er sich entschuldigt. Ich würde ihm gerne ein Bußgeld geben für den ganzen Beleidigung. Ja. Alles klar. Und ich bleib hier weiter drin, oder was? Wie lange ist denn noch im Zeller? Das müssen Sie uns sagen. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Wer hat ihn festgenommen? Ja, keine Ahnung, ne? Also ein Anwalt ist auf dem Weg für Sie. Also ein Kollege von Ihnen. Was hat er denn getan? Der Kollege, der Herrn Scharf eingesperrt hat, bitte komm. Mich auch, Mann. Ey, was ist mit Sepp? Sepp Meier hier, ist ja jemand, den ich kenne. Verdammt, Mann, Sepp, was machst du hier drin? Was willst du hier? Verdammt, Alter, mit dir habe ich hier nicht gerechnet. Können Sie zum Schluss an die Zelle? Nee. Warum? Wo sind Sie denn jetzt auf einmal? Über die Ey, Olaf! Ja, gut, Sosa, ich muss leider eine eigene Zelle, dann schreiben wir einfach über das ganze Präsidium, ist auch nicht schlimm, ja? Ja. Olaf! Lappalu, was geht denn da dazu? Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, er wurde durch. Sosa, weißt du, warum ich geschnappt wurde? Die haben dir Arschbohrer gegeben! Ja, na, ey, Sepp ist auch im Gefängnis! Wo du mir nicht geholfen hast. Was ist los? Arschbohrer hat er trotzdem bekommen. Sosa, hast du gehört? Was? Sepp? Beruhigen Sie sich doch mal. Was ist an? Wie regeln das denn? Wer bist denn du? Ihnen an den Schwanz gegangen wird. Ja, da können wir nicht für die Flaume. Die Polizei, nicht die Justiz. Achso, Sie sind von der Justiz auch. Entschuldigen Sie, das habe ich nicht gesehen wegen den Gitterstäben. Entschuldigen Sie. Nichts dabei. Alles gut, wer es kommt gleich ein Rechtsanwalt für den Herrn Sosa. Okay, ja, ist er Schlitten? Der Schlitten ist für Weihnachten, wenn es wieder rutscht. Ey, Namikato, sag mal Bescheid, wenn... Ey, Olaf, wurden dir deine Rechte vorgelesen? Kommt. Ja, und das ja, siehst du, jetzt kriegen wir einen Rechtsanwalt. Der Sosa nicht und dann machen wir eine Foto. Mach das. Wenn hier jemand hat, dann ruft bei deinem Auto. Jo, also. Auch von den ja, das können Sie mir wieder ab. Das geben Sie mir. Herr Schaf, ich habe Ihnen gerade ein Buschgeld gegeben. Ja. Okay. Polizisten sind Handelsticker. Nehmen Sie mit. Oh. Herr Schaf. Ja, Sepp! Jo, Freilied, danke. Warum musst du sitzen, Sepp? Nee, danke für den Feind und Ehre. Jo, Freilied, eine Sekunde. Dann müssen wir die Hornstein abmachen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also bis 1920. Na, jetzt sind sie wieder dran. Von Bundeswehr, aber ja. Ja. Einmal X-Muskel, Herr Meier, bitte. Ja, weil Sie Stress gemacht haben, wo Sie mich festgenommen haben. Ja, jetzt halt. So eine Sekunde. Ich habe die ganze Handy draußen. Ich habe Ihnen den abgenommen. Alles. Bitte. Ja, was heißt alles? Haben Sie? Ja, nee. Wer hat Ihnen das denn abgenommen? Hier, der vor mir. Polizist ist ein Trampfhüter. Ich würde es bevorzugen, wenn Sie einmal lüften würden durch den einen Officer, der sich in die Hosen geschissen hat, Mann. Ja, das stimmt. Wirklich, es riecht hier echt streng, Mann. Und warum sind hier so viele Mitarbeiter? Ja, dann kommen Sie bitte einmal kurz mit. Wie bitte? Ja, aber die wurde mir zugeschoben, so, das muss ich auch ganz sagen. Einmal der Herr Sosa und einmal der Schaf, die haben beim PD Hausfriedensbruch begangen und haben Beamten bei. Ja, aber warte mal, meine Rechte wurden mir nicht vorgelesen. Das ist öffentliches Gelände, da steht kein Schild. Und Olaf und ich, unsere Rechte wurden uns nicht vorgelesen. Einheiten. Ja. Woher sollen wir wissen, dass das nicht erlaubt ist? Was heißt das? Naja, das heißt erstmal gar nichts. Jo, hat alles. Durch nicht vorgelesene Rechte kann ich die leider nicht genau aufholen. Das wurde leider schon so besprochen. Warte kurz, Sepp. Ja. Ach so, ja gut. Und was ist jetzt? Negativ. Ich glaube, das ist der Herr Burzer, nicht? Welcher PD-Beamte hat die denn festgenommen? Ich weiß nicht, Mann. Wer war das? Wer war das von euch Säcken, hä? Traut euch, hä? Wer war das?
haben. Nee, da gehen auf einmal so viele zu denen hingestürmt, das können wir leider nicht sagen. Warum sind hier so viele auf einmal da? Was ist denn das? Können wir kurz einmal hier irgendwie in ruhigere Ecke gehen? Weil ja, wir können erst einmal da hinten rechts hingehen. Können die anderen mal rausgehen, wie wär's damit? Hast du mal kurz? Bitte. Wie ist der Name? Mein Name ist Officer Boots. Können dann mal alle flüstern, weil hier ist übel. Kein Problem. Na, knack ich hier schon wieder. Ein Kollege. Olaf! Ja. Der Herr Schaff hat gerade sein Buschgeld schon bezahlt. Weswegen sitzt er denn? Sosa. Wegen Beleidigen. Was geht? Und aus Friedensbruch. Alles fit? Ja, bei dir? Was ist da noch rausgekommen mit deiner Misshandlung oder was auch immer er da gesagt hat? Da ist gar nichts drauf. Kommt noch! Ja, aber da reicht ja nicht nur ein Bußgeld. Das haben wir gerade geklärt. Ja, aber da reicht ja nicht nur ein Bußgeld. Glück euch damit nicht. Ja. Blatt. Was? Ich auch ein Schrott. Ja, bitte was? Ich weiß nicht, wer ihn in ein Gefängnis geschickt hat. Eine Schrotfinte gegeben. Olaf Schaff. Ja. Ich bin schon wieder hier. Darf ich mal ganz kurz Ihre Rechtslage erfragen? Hä? Zu der Situation? Ist das möglich? Ich habe nicht mal was rausgeholt. Das ist hier ein öffentliches Gelände und wir sind lediglich, wenn es so gewesen ist, auf einer Terrasse Adrian, gewesen. Danke für die Tour. Da steht kein Schild, Betreten verboten oder Privateigentum. Dann ist es doch kein Hausfriedensbruch. Das ist doch kein Hausfriedensbruch, rechtlich. Ja. Ganz genau. Ja, aber es ist ja nichts abgezäunt und keine Schilder. Wir können ja nicht hell sehen. Der Vordereingang ist doch auch offen. Also woher sollen wir wissen, dass der Hintereingang nicht offen ist? Da auf dem Balkon, wo wir waren, wenn wir da waren, steht ein Schild. Ja. Nein, wir sind von der Brücke rübergesprungen. Ach gut, Jungs. Weil da die Sonne mehr hingeschienen hat. Wir haben uns gesonnt, deswegen stehen wir auch überkörperfrei hier. Ja, genau. Also Hausfriedensbruch sehe ich da nicht so. Beleidigung habe ich Bußgeld schon bezahlt. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Das tut mir auch leid, habe mich entschuldigt. Aber Hausfriedensbruch sehe ich da nicht. Was haben wir denn gebrochen, wenn wir einfach nur auf eine Terrasse gegangen sind? Er hat recht. Weil da die Sonne am deutlichsten geknallt hat, wegen der Spiegelung der Scheiben. Naja, aber wenn wir vorne am Eingang reingehen und in einem Bewerbungsgespräch machen, ist es auch okay. Also warum sollten wir uns nicht auf die Terrasse legen, um uns zu sonnen? Was willst du hier, Mann? Bruder, was ist hier passiert? Warum ist der in meiner Zelle, Mann? Was ist hier passiert? Holt den hier raus! Wie bin ich hier reingekommen? Zur Hölle ist hier passiert. Holt den hier raus, Mann. Wer sind wir? Ich weiß, ich bin durch die Decke gefallen oder so. Nehmen Sie den raus, Mann. Ich hab keine Lust auf ihn, Mann. Ich war eigentlich da draußen und bin Fahrrad gefahren. Ja, ich lass hier raus. Hä? Was ist hier passiert? So. Die Tür ist offen. Robert. Hallo? Herr Sosa? Ja. Herr Sosa und Herr Schaaf. Die Rechtslage, aber wir haben ja nicht. Warte mal, Olaf, sei mal ruhig. Er hat Informationen für uns. Wir haben uns entschuldigt und wir haben das Bußgeld bezahlt. Herr Schaaf? Dann lassen Sie uns doch raus. Ja. Also. Sie und Herr Sosa bekommen jetzt Strafdienst beim Würfelpark. Das sind keine Strafeinheiten wie beim normalen. Das sind 15 Einheiten. Das heißt, Sie müssen 15 Mal den Würfelpark putzen. Das geht relativ schnell. Dann putzen Sie Ihren Arsch, Mann! Ich putz gar nichts, Mann! Warum sollen wir denn was putzen? Ja, ich putz gar nichts, Mann! Putz deinen dreckigen Arsch, Mann! Guck mal an deine Unterhose, ja, Mann! Da liegen einen großen Haufen Scheiße, Mann! Gespielt. Ich putz hier gar nichts. Ich putz gar nichts, Mann. Ich sitz meine Hafteinheiten und putz gar nichts. Nein, noch nie. Ich verstehe nicht, warum ich wegen ein bisschen Beleidigung in der Zelle hier bin. Ja, Sie sind auch auf dem Polizeigelände rumgelaufen. Oder ja, da stand aber kein Schild betreten, nicht verboten. Ja, ehrlich. Ich sah da auch kein Schild, Mann. Mit Steuergeldern. Wir zwei beraten. Herr Sosa. Ey, der sagt, wir sollen Strafdienst machen. Wir machen gar nichts. Ich mach gar nichts, Mann. Wissen Sie, was ich mache, wenn ich Strafdienst kriege? Verdammt mal, ich fahr zum Würfelpark und scheiß dann nochmal in der Wurst hin. Verdammt nochmal die in ihrer Hose ist, Mann. Machen Sie lieber Ihre scheiß Hose sauber, anstatt dass Sie uns Strafdienst geben. Sosa. Ja. Sie sollten doch gerade wissen eigentlich, okay, dass hier Sperrgebiet ist. Ja, aber ich habe kein Schild gesehen da oben. Ja, aber Sie wissen doch generell der gesamte Parkplatz und so weiter. Ja, da oben wusste ich nicht. Ja, aber das gehört doch mit dazu. So, Sie werden jetzt bitte einmal an die Wand stellen, dann nehmen wir Sie einfach kurz mit. Warum? Nehmen Sie uns mit. Ey, mitkommen. Zum Strafdienst. Yo. Warum? Wieso zum Strafdienst? Wir machen keinen Strafdienst. Wir dann Herr Schaaf und Herr Sosa, viel Glück. Ich will keinen Strafdienst. Ich sitz hier meine Zeit ab.
Ich will keinen Strafdienst. Alles klar, dann holen wir einfach einen Staatsanwalt, dann regelt der das und dann ordnet er das einfach an. So, machen wir es so. Hä, hey, verdammt, Mann, was für Strafdienst, Mann! Und ich putz gar nichts! Ja, gut, dann funken wir jetzt einfach kurz mit mir. Dann funken wir jetzt einfach kurz durch und die Staatsanwalt soll hier hinkommen. Funk, was du willst, Mann! Ich auch nochmal deine Schwester an, dass sie uns hier ein bisschen Gesellschaft leistet. Funk auch durch, dass du vielleicht eine neue Unterhose bekommst, Mann, mit deiner Scheiße in der Hose, verdammt! Ja, ich bin's! Großer, ey, hol mich raus, Mann, hol mich raus! Die spielen mir hier am Schwanz rum, die Ferkel! Wie viel Haupteinheiten habt ihr, Digga? Olaf, da muss jeder einmal... Gar nichts, die beraten uns hier ganz komisch und spielen uns am Schniedel! Olaf, das ist ganz normal, das musst du einfach ein bisschen gehen lassen. Ja, hol uns raus! Bring Kylo mit! Was gibt's da zu lachen? Sosa, weißt du, warum ich sitz? Warum? Wegen diesen zwei Deppen, die du noch verteidigt hast, obwohl du bei mir in der Hut bist. Verdammt! Ja, verdammt. Ja, weil ich keinen Krieg wollte, du Vollidiot, Mann! Ja, du hältst deinen Mund, du rennst ah, ruhig, Mann, sei du mal lieber leise, verdammt, Mann! Halt deinen Mund! Machen Sie die Zelle auf, ich versuche seinen bayerischen Arsch, Mann! Das war das letzte Mal, dass du was mit dem Blatt zu tun hast. Dieser Blattautzifix. Warum gucken Sie mir die ganze Zeit auf den Schwanz? Ich merke das doch, wie Ihre Augen immer runtergehen. Finden Sie das geil? Herr Scharf, ein Staatsanwalt kommt und der regelt das jetzt hier. Ja, okay. Der soll mal schneller machen, Mann! Das ist der Freund von meiner Mutter, da haben sie ganz kurz richtig. Ich höre meine Mutter immer laut schreien abends. Ja, das glaube ich Ihnen. Das liegt nicht an dem Staatsanwalt, das liegt an mir, ja. Mann, hier hinten. Ist klar, dann lassen wir die Herren jetzt einfach alle kurz einmal in Ruhe und gehen hier weg. Hat der Typ eigentlich wo seine Haare? Nein, ich mach gar nichts sauber. Gut, ich mach auch nichts sauber. Und was guckst du mich die ganze Zeit an? Nix. Hast du Probleme mit meinen Haaren jetzt? Warum ist denn ja, überzeugt? Warum ist denn die so viel los? Bundeswehr, Justiz, habt's allen nichts zu tun oder was? Hast du die auch so gefärbt oder was? Kreuz nee. Chinesen. Ja, dann komm, geh mir aus dem Licht. Ha? Ja, lieber nicht. Kingsel, danke dir auch für den Plan. Ja. Dann? Na, gar nichts, dann würde ich mit dir ein Eis essen gehen. Okay. Vanilleeis, ja. Oder? Und wenn ich die Möglichkeit hätte, Mann. Kein Vanilleeis. Ja. Na gut. Ja. Was denn? So, was ist jetzt Sache, hä? Was für Strafarbeit? Habt ihr was Neues eingeführt, oder was? Ich mach gar keine Strafarbeit, verdammt. Also, ihr könnt doch einfach hier jetzt warten. Ja, ich warte dann lieber hier. Ja, dann machen sie das doch. Aber seid ihr bitte leise aber dabei, okay? Was? Das können sie leider nicht leise bestimmen, dabei. Ob sie hier warten oder nicht. Das können wir leider nur bestimmen. Ja, das können sie nur bestimmen, Mann. Weißt du, was sie lieber bestimmen sollten? Eine neue Unterhose zu holen, Mann. Sie haben immer noch Scheiße in der Hose. Ich riech's immer noch, verdammt. Ich hab dir doch gerade eben schon umgedreht. Umgedreht, ja, aber die Scheiße ist immer noch da dran, Mann. Schauen Sie mal nach. Ja, okay, danke. Ich regel das kurz. Warte, ja, besser ist es für Sie, Mann. Was soll die Scheiße hier, Mann? Das ist eine Riesenscheiße, Mann. Alles Scheiße, Mann. Ich scheiße hier direkt hin. Ja, bitte. Das wäre ganz nett. Ja. Die fangen halt immer so spät damit an. Die müssen jetzt eintragen, dass man drin ist, dann wenn sie uns auch anfangen geht. Ja, das ist wohl die alle. Verdammt! Oh. Yo, Mann, Alter, seht ihr das auf dem Boden, hä? Seht ihr das auf dem Boden? Das sind die Chicken Wings von KFC, Mann. Macht mal sauber, verdammt, Mann. Jetzt gibt's Drecksarbeit für euch. Jetzt könnt ihr putzen, verdammt, hä? Spieß umgedreht, ihr Vollidioten. Gefickt. Mach die Scheiße weg, Mann. Bist du ekelhaft? Ich hab dir gesagt, du sollst Scheiße weg. Mach die Scheiße weg. Warum für ein bisschen Beleidigung sperrt ihr uns ein und draußen laufen die Mörder rum? Was ist denn los bei euch? Und damit's noch besser wird. Ich wollte ein bisschen mir in die Bräune holen. Ihr seid alle so braun gebrannt. Ich hab das scheiß Gebäude mit meinem Hartz-IV-Steuergeldern bezahlt. Hey. Guck mal, und jetzt pisse ich noch auf die Scheiße, damit's noch geiler wird zum sauber machen. Ist alles voll. Olaf, jemand hat mir eine Knarre zugesteckt. Ja, aber was willst du machen, Digga? Geisel nehmen, ja. Nein, Bruder, dann. Doch. Dann sind wir international, Digga. Lass doch. Erst mal warten, bis der. Dann kommt Interpol, der Bruder. Interpol kommt. Ja, aber wenn das mit dem nicht funktioniert, dann. Ja, dann. Lass uns das als letzte Option, okay? Ja, okay, bevor ich hier Strafarbeit mache, Mann. Ja, Digga. Bruder. Hallo, bevor wir Strafarbeit machen, Digga, dann machen wir lieber ein bisschen Strafarbeit, bevor wir hier mit der Mache hier im Gefängnis. Ja. Hallo, können wir unterhalten uns? Ja, ehrlich! Halt dich nach da. Was? Wo bleibt der scheiß Staatsanwalt? Oh, ja, er holt uns raus! Ja, was ist los, hä?
Was ist los, hä? Verdammt! Verdammt, verdammt! Mach mal lieber die Türen auf, Mann! Ein Officer macht alle Gefängnistüren auf! Ja, das ist es nämlich. Macht's auf, Mann, hä? Ihr wisst ganz genau, wenn ihr Big Sauce und Sepp Meier reinstecken. So, auf die Türen! Auf die Türen! Bitte raus hier! So! Dosa und die denken, die können uns zwei reinstecken. Ja, mach mal lieber die Tür auf hier, hä? Ja, mach mal die Dings auf jetzt. Mach mal lieber die Tür auf. Ja, ja, alles gut, Digga. Die Tür ist nicht offen. Die Tür ist noch nicht offen. Tür auf. Die Tür ist noch nicht offen. Ihr Arschlöcher, behalt euch. Mann, seid ihr behindert? Die Türen sind offen. Die Türen sind nicht offen. Wer hat den Schwanz gespielt von euch? So, was ist los, hä? Wer hat den Schwanz gespielt? Ey, so, ja, wir ziehen. So, da ist die Geisel, ne? Da ist die Geisel. Ey, sie begleiten uns jetzt alle raus hier, dann wird der Geisel nichts passieren, ja? Ja, genau. Ja. Ganz genau. Auf. Alle Türen sind auf dem Weg nach Sehr draußen. Gut. Alles klar, so. So. Alle mal vor. Hier sind du. Tür auf. Tür auf. Rauch die Scheiße. Jetzt ist auf. Blogger. So, wir gehen jetzt als allererstes. Sehen Sie seine schönen blauen Haare? Da hinten ist der Jalla, der hat Angst. So. Raus. Die Geisel wird sonst erschossen, ne? Keine falschen Bewegungen hier. Die Geisel wird erschossen. Wir müssen hier raus. Ihr kommt hier nicht raus. Ihr kommt hier nicht raus. Ihr kommt hier nicht raus. Alle drin bleiben. Geht einfach da raus. Wir machen die Tür hinter euch zu. Die Türen auf. Die Türen auf. Aber die Tür hier, die Tür. Geht da raus. Wir machen die Tür hinter euch zu. Das Thema ist durch. Ja. Gut. Das nächste Mal lasst uns in Ruhe sauen. Dann habt ihr hier keinen Kopfschmerzen. Die Tür muss auch noch auf. Nee, ist offen. Die ist offen? Schnell weg hier, Mann! Schnell weg alle hier! Weg, alle weg, alle weg, Digga! In den Tunnel! Schnell, schnell, schnell! Lauf, lauf, lauf! In den Tunnel! Schnell, 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 schnell! Oh. Hier links! Die halbe Stadt sucht uns, Jungs! Lauf, lauf! Wir lassen dich gehen, wir lassen dich gehen! Nein! Sepp. Nein! Ah. Sepp ist tot! Wegen meiner Schutzweste haben wir überlebt. Jo, Sepp, es tut mir so leid, Mann. Es tut mir so leid. Nö, Sippi, Digga. Wo müssen wir hin? Weiter rüber, 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 rüber. Lauf, Scheiße. Sepp ist tot, Mann. Sepp ist tot. Wer ist das denn? Olaf, pack deine Knarre aus, Digga. Ich hab keine. Oh, Scheiße. Ey, Olaf, gib mir mal eine Schnee. Das ist meiner. Ey, knallt alle ab, Digga. Ey. Soße alle abknallen, Digga, ja? Ja, ja. Ich hab nur eine Schrotflinte. Hinter uns sind keine. Ja, lass weiter, wir müssen hier weiter. Was ist das für ein Auto? Ist das unseres? Nee, ist nicht unser. Es ist offen. Nee. Ist die Guardian offen? Sehr offen. Die Guardian. Ey, ich such die Guardians, Digga. Die Guardians. Auch nicht offen. Wir brauchen ein Auto. Ist nicht offen. Nee. Scheiße. Ey, hier ist doch jemand, der kann auch die Schlüssel geben. Mach aufmachen. Hier, der soll ein Auto geben. Der soll ein Auto geben. Ey, aussteigen, sofort aussteigen. 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 Ja, so. Jalla, komm. Alle einsteigen, Digga. Wir brauchen noch eins, wir brauchen noch ein Auto. Warum? Ja, wir haben genug, Digga. Alles easy. Okay, du bist doch gestorben. Steig ein. Jo! Ah, komm rein. Kopfschmerzen, Mann. Oh, nö, Sosa, Digga. Kopfschmerzen, Mann! So, jetzt! Bitte. Ich flehe dich an, Sosa. Bitte, Digga. Bitte. Bist du drinne? Ja. Fahr weg, Digga! Wohin? Irgendwo weg. Im Süden, Digga! Oh. Was ist hier? Warum fährt er nicht? Was machst du? Scheiß doch auf ihn! Fahr doch mal verdammt noch mal weg, Mann! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Olaf, weg! Oh, Bruder! Was machst du? Wohin mit dir, Mann? Olaf, fahr dir was anders, Digga! Ja, du Bruder, wohin? Wo hast du deinen Führerschein gemacht, Mann? Ja, ist doch gut, wir sind noch weg jetzt, Digga. Armer Sepp, Mann, er ist draufgegangen, verdammt. Ja. Wo wollen wir hin? Jungs. Fahr erstmal. Einfach weg. Fahr diesen Tunnel lang. Ey, jetzt werden wir gesucht. Ja, normal, so, wir werden von allen gesucht. Wer lutscht jetzt meinen Schwanz, Digga? Wer ist der Profi, Digga? Ehre. Wer ist der Profi? Sehr gute Arbeit, Mann. Der Profi, Digga. Der Allerechte, Digga. Er wollte, glaube ich, T-Bag seine Dings halten. Ja, gut, das Digga. Ey, was machen wir jetzt aber? Wir werden jetzt die ganze Zeit gesucht, Digga. Ja, wir müssen undercover mit Masken jetzt nur noch unterwegs sein. Aber das war auch übertrieben von den Bullen. Sag ehrlich, so wie es ist. Strafarbeit, Mann. Was eine Scheiße. Was habt ihr denn gemacht?
Ja, wir haben ein bisschen uns gesonnt und die Bullen beleidigt, auf entspannt. Oh mein Gott, ihr seid... Habt ihr zu krass Langeweile, oder was? Ja, was soll ich sagen, Digga? Wo wollen wir jetzt längs, Jungs? Fahr erstmal geradeaus, Mann, Hauptsache weg. Ja. Wollen wir erstmal in deine Hut? Bei mir in die Hut. Dann können wir das gleich mit Rick klären. Ja, und ja, ich fahr, ich markiere... Ja, markier mal, Digga. Ich versuch mal hier runterzukommen. Junge, oder so. Fahr mal richtig, Alter. Jetzt mal Digga, ich hab einen guten Fluchtweg gewählt. Untergrund in den Baden. Du kannst beim Autohaus noch deine Autos ausparken, damit wir unsere Waffen holen können. Wo ist das Autohaus? Ah, warte, direkt hier. Wollt ihr wissen? Nein, das ist zu riskant, Digga. Ja, hast recht. Wenn wir jetzt gefickt werden, sind die Waffen weg. Ja, hast recht. Ich bin auf guten Fluchtweg gefahren, Digga. Schön in der Bahngleise, da denkt niemand, dass wir da wären. Ja, aber fahr mal richtig. Wie richtig? Du knallst überall gegen, Mann. Ja, das ist wegen den Kopfschmerzen. Das ist wegen den Kopfschmerzen. Ey, Jungs, wir freuen uns zwar, Digga, aber wir haben Zippy verloren, ne? Ganz ehrlich, ja, Digga. Aber er ist damit fein raus aus dem Schneider, wenn du weißt, wie ich meine. Wir haben langzeitige Konsequenzen, Mann. Wir können nicht mehr rausgehen ohne Maske. Kein Problem. Wolltet ihr dort verschimmeln oder was, Digga? Nein. Nee, wir wollten eigentlich, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich hätte erstmal gerne auf den Staatsanwalt gewartet. Ja, so wie du gemacht hast, war korrekt, Digga. Aber der Staatsanwalt und Antoine hat uns auch geholfen, Digga. So ist es nicht, ne? Der hat sich da als Bruder. Digga, ich lasse meine Homies da nicht vergammeln, Digga. Ich sag's, wie ist es? Alles gut. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Rick, wer hat dir denn die Waffen zugesteckt? Welche Waffen zugesteckt? Sorry, Big Soße, wer hat dir die Waffen zugesteckt? Irgendein Kopf, glaube ich, weiß ich nicht. Er hat mir so eine Doppelschrotflinte gegeben, die habe ich noch nie gesehen, Mann. Digga, die ist übelst selten. Ja? Ja, Mann. Die habe ich bis jetzt nur einmal gesehen und das war bei den Lost. Oha. Und die hatte der Senior nur. Oha. Glaube ich. Oh, Sirene? Benimmt euch, ganz langsam. Egal. Einfach auf die Ampeln atmen, wenn du Kopf siehst, gell? Zieht euch doch. Hey, du Arsch! Digga, ey. Ja, alles gut. Ja, Mann. Nee, bei mir nicht, Digga. Junge, der hat mich richtig krass getroffen, Mann. Ja, ich wollte dich schon abknallen. Ich hör hier Sirenen. Fahr weiter, diesen Längen. Weiter weg. Ey, ich muss meine Maske ausziehen. Moment, Digga. Ich zieh mal kurz meine Maske aus. Zieh mal meine an, Mann. Wir müssen auf jeden Fall Outfit wechseln. Wir müssen in den Klamottenladen eigentlich direkt. Ey, jeder, der keine Maske anhatte, soll Maske anziehen. Und jeder, der eine Maske anhatte, soll der ausziehen, ja? Ja, und ich hab Was bist du? Was? Achso, ausgezogen. Gut. Ey, Olaf, wie war's eigentlich gestern ohne mich? Hat Iris erzählt, der war mit dir unterwegs. Skala Alter. Von 1 bis 10, wie scheiß war's? Ey, Rick, Digga, ich hab hier Kopf. 1 war's. Ja, komm, viel Geld, Digga, ganz ehrlich. So undankbar, da. Ich pack das Fluchtfahrzeug hier oben, okay? Ja. Warte, ich lass das ein bisschen weiter wegparken, ne? Das kann auch als gestohlen gemeldet sein. Ja, aber das niemals kriegen die das heraus. Lass es einfach hier. Ja, aber bist du dir sicher? Soll ich direkt vor der Hut parken damit? Das interessiert nicht. Das interessiert dich nicht. Ja, egal, scheiß drauf, komm. Raus, Mann. Wir können hier auch in die Hut rein. Von der Seite. Verdammt, Mann. Iris, das war ein sehr guter Plan, Mann. Ich schwör's dir. Sehr gut, haben Alter. Wir sehr gut gemacht. Ey, ich lasse euch auch da. Ehreneinsatz, Digga, Bruder. Ah, die Buxula müssen zusammenhalten, ne? Hab ich dir gesagt, Digga. Ist hier irgendwo ein Klamottenshop in der Nähe? Ja, da vorne direkt. Ja, theoretisch gesehen müssten wir da hin. Ja, gleich umziehen, warte. Erstmal müssen wir hier Dings. Lass das mit Rick jetzt. Ey, Shisha! Wir sind gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen, werden gesucht. Ja. Scheiße. Wo ist Frank? Erzähl mal den Shisha, welcher Profi euch rausgeholt hat, Digga. Marcel hat uns gerettet. Aber sowas von, Digga. Shisha, Frank ist nicht da. Frank ist nicht da? Nein. Weißt du was von heute mit Rick, dass seine Waffen abgezogen wurden? Von dem Blatt? Ja, nur nein, die Pistole. Wie ist denn der Member? Wie ist der Typ? Der ist Mikey oder so, Mikey. Ja, das ist ein neuer bei uns. Der ist in der Stadt, rumgelaufen, Digga. Und hat bei Rick die Sachen aus dem Auto geklaut, aber war nicht als Platz verkleidet. Ja. Ich war heute bei dem Gebrauchtwagenhändler. Ja. Ich hab mir ein paar Autos angeschaut, ich hab mein Auto draußen gelassen. Ja. Ich gehe da rein, dafür sagt mir jemand beim Autohaus, also bei diesem Gebrauchtwagenhändler, jemand ist an deinem Auto, Dings, an deinem Kofferraum. So. Ich gehe raus, er war in meinem Kofferraum, hat Sachen rausgenommen, hat dann sein Brecheisen genommen, gegen die Motorhaube geschlagen, damit mein Auto kaputt ist.
Ich schwöre, ja, sicher, dass das einer von uns war, Rick. Dann kamen die Bloods zu mir und haben gesagt, dass einer von uns und so, die haben meine Waffe abgezogen. Ja, das geht gar nicht, Digga. Das geht nicht. Und er war ja nicht gekleidet wie ein Blood, ne? Hätten wir gewusst, Shisha, dass es ein Blood ist, Digga, dann hätten wir natürlich nichts gemacht. Ihr seid ja Freunde von uns. Aber er kann ja nicht in Zivilkleidung auf dicke Hose machen. Wir müssen ihn ja erkennen, dass er einer von uns ist, also ein Kollege von uns. Wir sympathisieren ja mit euch. Ja, das sollte eigentlich nicht so sein. Der Typ ist leider nicht da, dieser Michael. Laut GPS. Ich hab den ja auch umgebracht. Jemand anderes hat mir dann die Waffen weggenommen. Achso, weißt du, wer es dir weggenommen hat? Keine Ahnung, der hatte eine AK und so ist zu mir gekommen. Ja, Digga, AK hat gefühlt jeder, Bruder. Aber okay. Shisha, es ist ja auch egal. Wir wollen ja kein böses Blut oder so. Ja, ja. Wir wollen nur, dass es einmal geklärt ist, dass Rick war hier bei euch auf dem Event, hat für alle geboxt, hat Geld geholt, damit einfach Rick nicht irgendwie in Zukunft Kopfschmerzen bekommt. Rick hätte niemals jemanden von dem Platz angegriffen, der auch ganz offensichtlich seine Farben gezeigt. Warum hat er auch nicht mal die Klamotten angehabt, Mann? Was soll die Scheiße? Ja, was ist das für ein Neuer? Ja, dann ist halt gestorben, Digga. Er ist selber schuld. Ich kümmere mich da später drum, wenn alle da sind. Scheiß mal auf die Pistole, die kriegen wir auch so wieder. Ne? Ja, nur einfach, dass das geklärt ist, dass kein böses Blut in der Luft ist. Ja, klar. Kein Thema, Olaf. Rick, es tut mir leid, wenn es dir so passiert ist, ne? Das soll eigentlich nicht so sein. Ja, aber du sagst doch selber, der ist neu, Digga. Vielleicht weißt du, was ich meine, Digga. Vielleicht, ja, ihr müsst den mal einmal ein bisschen die Veliten. Okay, danke für die. Keine Ahnung. Deine Veliten läden. Ja, ihr solltet ihm auf jeden Fall, warte mal. Veliten lesen, Digga. Okay. Also soll ich dir hochhelfen oder was, Olaf? Nein, alles gut. Ihr solltet ihn auf jeden Fall nur kurz nochmal sagen. Ne? Es ist ja eure Sache, was ihr macht, aber in Zivilkleidung Autos zerdeppern und Kofferräume klauen ist ja okay, aber dann auch in den Farben, Digga, als Präsenter. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Sorry. Okay, ich geh mal kurz in der Ecke pissen, ich bin sofort wieder da, Jungs. Ja, okay. Aber nicht die Flasche zu voll machen, ja? Ey, Shisha. Ich muss auch pissen, ich bin was gleich. Was ich muss auch. Hast du ein Auto? Gesagt. Jackie, nein. Danke dir auch. Für okay, gleich gehen wir uns umziehen. Back. Boah, ich freue mich so heftig, wenn ein neuer PC da ist. Keine Lex, nichts. Wie viel kostet so ein Ding? Was? Digga. Ey, Sosa. Ja? Wärst du damit einverstanden, wenn ich mir einen Affen als Haustier hole und den dann Soße nenne? Nein. Nicht wieder so ein Typ, Mann. Ja, Sosa, jetzt weißt du, auf wen du dich verlassen kannst, du Wichser, Digga. Mich ganze Zeit verkaufen, aber dein Arsch retten, Digga. Was für verkaufen, Mann? Wo hab ich dich verkauft? Ja, Digga, ja. Da siehst du mal, auf wen du zählen kannst, du Wichser, Digga. Gestern hast du mir noch in den Kopf geschossen gefühlt, Digga. Ja, aber dafür konnte ich nichts, Mann. Ja, komm, Digga. Das üben wir nochmal. Du bist in meinen Schuss gelaufen, Mann. Football, danke dir für deinen 70 Bits. Und Ricky. Scheiß mal, wir haben kein Auto. Ey, Jungs, lohnt sich der Panamera? Danke dir auch für dein T-Run. Ja, ich hab keine Ahnung von den Autos, Mann. Ich auch nicht. Party, wir haben fast 5500 Subs, das ist so krass. Was? Flugzeugschein. Warum brauchst du eins? Digga, ich hab noch nicht mal einen Führerschein. Oh, Junge, ich schrei mir doch nicht ins Ohr, Alter. Ja, ehrlich. Ja, ich will ein Wasserflugzeug holen. Warum? Ja, weil ich richtig Bock drauf hab. Ich bin Profiflieger. Genau. Ey, und Sosa, erklär mir mal eine Sache, Digga. Yeah. Wie kannst du eine Pumpgun im Knast haben? Keine Ahnung, Mann. Ey, ist ja ein Schuss. Digga? Ist ja ein Schuss. Ja, klar, ja, safe. Digga. Sogar Pistole ist ein Schuss, Digga. Nee, er meint auf Körper, Digga. Auf Körper auch. Ja, so, ja, Körper safe. Soll ich mal bei dem Hund probieren? Nee, auf gar keinen Fall, Digga. Mach. Der hat heute Geburtstag, Digga. Der hat auch echt jetzt? Ja, der hat heute Geburtstag. Wow. Danke für deinen Sub im dritten Voraus. Kuss, Digga. Was machen wir jetzt? Wir müssen uns gleich umziehen, ne? Ja, wir müssen uns als allererstes umziehen. Ich nicht. Ich hatte meinen Pullover nicht an. Ja, stimmt. Meine Jacke. Ja. Meine Jacke ist mir heilig, muss ich schon sagen.
Ich gehe hoch und zieh mich darum, wartet. Hat Kylo for real heute Geburtstag? Junge, ich kack doch ab. Ui. Einfach, er hat Geburtstag. Auch in RP. Digga, weiß nicht, warum ich so müde bin. Ich bin heute voll früh aufgestanden. Ich bin heute irgendwie, ich glaube, wann bin ich heute aufgestanden? Heute bin ich, glaube ich, um 11 oder 10 Uhr aufgestanden, Mann, voll früh. Ich weiß nicht warum. Ey. Ja, für meine Verhältnisse früh. Normalerweise stehe ich 14 Uhr auf. Ihr müsst aber auch wissen, ich stream halt oft richtig spät und dann danach bin ich noch bis um 5 oder so wach. Ich hab schon gesehen, wie du gezittert hast, ja? Ja, ey, hallo. Ich hatte ja auch keine Waffe, ne? Ich hab mich unwohl gefühlt. Aber das Sipi, das ich geschafft hat, das ist ein bisschen traurig. Ja, Mann. Ey, wie ist er denn da runtergefallen, Mann? Was geht denn? Der springt da auch runter wie ein Lebensmüller, Digga. Ja, Olaf und Soße sind auch runtergefallen. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Typ eine Pumpgun drin hatte, Digga. Irgendeiner hat mir die gegeben. Pumpgun, Digga. Ey, Soße, siehst du ja mal wieder richtig gut aus, Mann. Die Lache ist echt 1:1, ne? Jungs! Ja? Was machen wir jetzt nächstes, Mann? Ich glaube ein Juwelier. Was? Ein Juwelier? Du willst direkt danach Juwelier machen? Boah, jetzt, so Bock. Jetzt suchen uns eh die Cops, also. Ja, Mann. Aber ich brauche meine Pistole zurück, Mann. Wie wäre es mit... Obenbank. Rick. Ja? Wie wär's mit Obenbank? Palito? Ja. Ja, das ist doch ganz schwierig, Mann. Mit Helikopter. Aber da kommen doch trotzdem Polizisten hin. Ja, ich weiß, was du meinst. OP oder bei Juwelier ist ja, macht ja keinen Unterschied, oder? Wo kommt man deine Meinung? Ist ja erstmal was anderes, Mann. Juwelier ja, haben wir ja schon gemacht. Digga, wie lange ist der Typ pissen, Digga? Wir jetzt Juwelier letztens nur 192.000 bekommen, das ist so lächerlich. Ja, das hat sich überhaupt nicht irritiert, Digga. Das war so belassen, Mann. Kurz pissen, Mann. Wir waren drei Personen, 133.000 für pro Person. Guck mal, wer da kommt. Der war's, Jungs. Ey, was geht, Digga? Was passiert, Digga? Mann? Ich bin im Krankenhaus gerade aufgewacht und hab den Anwalt getroffen, Sosa. Was hat er gesagt? Er hat mir gesagt, dass offene Fahndung auf dich ist. Du wirst gesucht. Ja, kann sein. Was ist denn passiert? Der hat mir gesagt, du bist aus dem Knast abgehauen. Ey, du hast schon die vierte Flasche dort. Was soll das? Ey, jo, willkommen zurück, Digga. Alles gut. Ey, Jungs. Oh. So, Jungs, bevor wir weiterreden, Digga. Ey, wir werden, ey. Ja, erzähl. Ja. Wir werden ja eh...
Arbeitskollege. Hey, können Sie das mal reparieren, bitte? Ja, ja, warten Sie. Ist schon repariert, ich muss bloß aufsteigen. Darf ich aufsteigen? Ah, hat nicht funktioniert. Warten Sie, hat nicht funktioniert. Ist der hier? Da ist da wieder ein Schlauch abgerutscht. Geil. It's DRD, danke dir für den Prime. Hey Marcel, wie findest du das mal? Guck mal. Alter, ja, ein wieder. Trickser ist ja nett. Wie Trickser? Du machst mich fertig, Digga. Und wie schaut's? Alles gut? Ey Olaf, steig mal kurz auf. Ja, alles gut. Olaf, fahr mal kurz das Ding, bitte. Warum?